Scheiße, warum habe ich den Schalldämpfer noch drauf? Ich weiß gar nicht, ob sie es schon wussten, aber sie schweben in der Luft. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück. Diesmal wieder ohne Cam, denn ich hab's leider total verpeilt aufzunehmen. Und ich habe so viele Videos zu Episode 3, die ja jetzt rausgekommen ist, gemacht, dass ich ganz verpeilt habe, ein Let's Play aufzunehmen. Und jetzt sehe ich aus wie durch einen Fleischwolf gedreht, aber ich muss jetzt heute aufnehmen, damit mein wunderbarer Cutter das noch vielleicht noch hinbekommt, dass das Video vielleicht noch am Mittwoch pünktlich erscheinen kann, das weiß ich noch nicht. Also falls das Video jetzt erst Donnerstag oder so erscheint, seid mir bitte nicht böse. Wo waren wir stehen geblieben? Christina Gromwell, da unten steht sie, die Gute, wird jetzt die KI für uns herunterladen. Allerdings wird dann da unten komplett die Kacke am Dampfen sein, weil Stone das natürlich mitbekommt, wenn die sich da die Daten runterlädt. Gut, zuallererst snacken wir aber mal hier die unnötigen Wachen weg. Und vielleicht auch noch ein oder zwei Wachen von da vorne, wenn da welche sind. Ah, guck mal, da ist eine. Hier, wunderbar. So, Fury. Alle warten auf dich. Prima. Und Feuer. Gut. Dann droppen wir mal da runter. So, und da ich weiß, dass da gleich die Kacke am Dampfen ist, schauen wir doch gleich mal, ob wir vielleicht ein paar Minen haben. Ja, haben wir. Und ja, gut, C4 brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Blendgranaten, Splittergranaten nehmen wir noch mit. So, dann verminen wir hier schon mal den Eingangsbereich ein bisschen. So, dann hier noch eine hin in den Eingangsbereich. Zack. Dann hätten wir noch zwei übrig. Eine links hin, eine rechts hin vielleicht, ne? Hier und da. Prima. So, ich hoffe, das genügt. Und dann lassen wir Frau Cromwell mal ihre Arbeit tun. Bin bereit. Okay, wird schon schief gehen. Oh mein Gott, bitte sagen Sie, Sie wissen, was Sie tun. Sagen Sie, dass ich nicht mein ganzes Leben geschuftet habe, um erschossen zu werden, weil ich mein eigenes Programm hacke. Nun, da kann ich jetzt eigentlich nicht so... Es gibt Wichtigeres als persönliche Unversehrtheit. Anna, wir werden Aurora retten. Ich weiß, welches Risiko Sie eingehen. Ich werde Sie nicht hängen lassen. Gott, das hoffe ich. So, das machen wir erstmal noch schnell den Strom aus. Ich weiß zwar nicht, wie die ohne Strom hackt. Aber das war der erste. So, dann geben wir mal den Feuerbefehl. Das war die zweite. Oh, Feuermodus auf automatisch umgestellt. Nun, also bis jetzt. Ist echt ruhig. Kommt mal wieder zurück. Zu mir. Bewegung. Das hab ich geahnt. Oh, oh. Oh nein. Ich hasse diese scheiß Drohne. Los, geht vielleicht mal einer zu Vasili. Oh scheiße, ein Heli. Zeig's ihn! Ein Heli ist schlecht. Wo ist der? Da. Scheiße, warum habe ich den Schalldämpfer noch drauf? Oh scheiße, ich bin schwer verwundet. Nein, verdammt. Also ich habe die Vermutung, dass das hier noch ein paar Mal passieren wird. Denn so Verteidigungsmissionen sind auf Schwierigkeitsstufe extrem echt schwer. Wow. Leute, will vielleicht mal irgendjemand bitte den Heli ausschalten? Bitte? Ja, toll. Prima, und ich sterbe hier gerade. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren. Okay. Andere Taktik.
anderes Tick-Tack. Werden wir versuchen, die Stellung innerhalb des Gebäudes zu halten, wo der Heli uns nicht treffen kann. So. Erstmal nochmal den Schalldämpfer auf die Pistole. Ich wollte nämlich nur den Schalldämpfer am Gewehr abmachen, habe nicht gemerkt, dass ich schon... Also diese Sounds, ich hoffe, die werden auch ein bisschen gefixt. Also die Sprachsounds. Es hat sich angehört, als würde er direkt da stehen, aber er ist ganz weit weg. In Erebon auch. Wenn Midas sagt, hey Nomad, ich hab hier was für dich, dann hört sich das an, als wäre der direkt neben einem, obwohl er in der Krankenstation liegt. Würde ich so nicht bestätigen. Da sei doch froh. Wunderbar, dann schieß. Genau. So, damit die Minen nicht für die Sentinel verschwendet werden. Ich weiß natürlich nicht, woher die Wolves kommen. Gut, von da können sie eigentlich... Ja, die könnten von überall kommen. Die spawnen halt einfach irgendwo. Dann hierhin. Wo platzieren wir uns denn? Fenster ist vielleicht schlecht. Oh. Riesenfenster oben. Wir platzieren uns hier. So, dann machen wir noch eine Mine. Ja, hin. So, und eine Mine. Falls wir uns zurückziehen müssen. Hier hin. Wobei, wir können noch draußen warten. Bis der Heli kommt zumindest. Schalldämpfer ab. Wir wissen eh, wo wir sind. Da können wir auch den extra Schadensboost noch mitnehmen. Kommt. Put, 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 put. Komm, Wolfie, Wolfie. Das dauert viel zu lange. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Okay, kommen. Kommen auf jeden Fall welche von hier. Das war's. Oh, da sind gerade ein Haufen Wolves gespawnt, habt ihr es gesehen? Da kommen sie. Da sind sie. Du bist. Überraschung! Oh scheiße, der Heli kommt. Feuer! Aua, aua, aua! Ich seh nix, ich seh nix! Scheiße! Vielleicht sollten wir uns doch hier platzieren. Nochmal sammeln, sammeln, nicht so weit rauslaufen. Nicht so weit rauslaufen. Ganz dran. Los jetzt! War's das? Nee, garantiert nicht. Ja, so geht das. Ja, genau so geht das. Hast du vollkommen recht. Es wäre theoretisch auch anders gegangen. Guck mal, wer da gespawnt ist. Dass die direkt vor dem Gebäude spawnen. Wie hart ist das denn? Das ist ein bisschen... Ich fände es so cool, wenn die Wolves mit einem Heli gebracht werden würden und sich da abseilen würden. Und nicht einfach irgendwo in der Pampa spawnen würden. Auch wenn man von einer Azrael-Drohne entdeckt wird, dann wird man ja auch von den Wolves gehuntet, gejagt. Es wäre so cool, wenn die richtig, wie die Unidad bei Wildlands, ins Gebiet reinfahren würden oder beim Heli abgesetzt werden würden oder sowas. Komm, nochmal Feuer. Feuer frei! Bombel ist nämlich fertig. Da hinten ist er. Wo schießen die? Da hinten? Hey! Ist der hingelaufen? Ach, guck mal da. Solides Ding, Ghost Lead. Natürlich. Wow. Zack. So. Erledigt. Sprechen wir doch mal mit Frau Krombel. Aber da sind immer noch ein ganzer Haufen. Da oben! Er wollte mich doch verarschen. Nun, wir haben offenbar mehr drauf als ihr. Ist er jetzt tot? Jo, der ist tot. Wer bist du? Vasili? Vasili und Fury?
Nun, also ihr beiden. Ich weiß gar nicht, ob sie es schon wussten, aber sie schweben in der Luft. Sie ist nicht Star Trek, ihr könnt nicht hochgebeamt werden. Moment mal, er auch? Deswegen haben die auch gewonnen, die Kämpfe. Die schweben einfach permanent in der Luft. Kann ich ihn aus der Luft rausrammen? Nee. Gut, also alles klar. Aber ich habe den Patch Notes gelesen, den Patch Notes von Episode 3 gelesen, dass das behoben werden sollte, dass KI-Kameraden in der Luft rumschweben. Aber ich dachte, das wäre nur bei 2 der Fall gewesen. Aber egal, weiter geht's. Alles okay? Was? Nein, kein Stück, das war grauenhaft. Sind Sie verletzt? Ich glaube nicht, aber meine Psyche hängt an einem seidenen Faden. Ich werde den Rest meines Lebens zur Therapie gehen müssen. Verschwinden wir, bevor noch mehr von den Arschlöchern auftauchen. Ich muss die KI entpacken, aber dafür brauche ich einen sicheren Ort. Irgendeine Idee? Es gibt da dieses Labor, das bei der Übernahme noch eine Baustelle war. Da könnte es vielleicht gehen. Das ist unsere beste Chance. Na, wenn Sie es sagen, dann los jetzt. Okay, ich dachte, das wäre jetzt schon vorbei. Aber danach. Alles klar. Schalldämpfer drauf. Nachladen. 1,6 Kilometer. Na, das kann ja heiter werden. Aber wir haben ja hier einen schönen dicken Heli mit Minigun-Geschützen links und rechts. Und Steuerbord und Backbord. Oder Backbord und Steuerbord. Wisst ihr übrigens, wie ihr euch ganz leicht merken könnt? Warum gucken Sie so verbissen? Stimmt irgendwas nicht mit der KI? Nein, nein, alles gut. Es ist nur... Es ist zu ruhig, wissen Sie? Wie im Auge des Sturms. Ich traue der Sache nicht. Sie sorgen sich wegen Ian Blake. Sie wissen, was man über absolute Macht sagt? Wer immer das gesagt hat, hat dabei an ihn gedacht. Das heißt, er benutzt die Drohnen, um alle auszuspielen. Es gibt Gerüchte, dass er mit seinen Beobachtungen schon Leute erpresst hat. Er hat den Leuten Geld abgenommen? Dann ist er schäbig. Und engstirnig. Blake ist ein Gauner, der sich als Sicherheitsexperte ausgibt. Man kann einem Schwein zwar eine Krawatte umbinden, aber... Und diese KI ist seine Gelddruckmaschine. Wer weiß sonst noch, wie man sie stehlen kann? Mein Team, aber das sind Wissenschaftler. Ihre Motive sind altruistisch. Sie würden lieben. Dann wird er sie sich vorknöpfen. Er wird sie ausquetschen, bis er hat, was er will. Sie haben recht. Oh mein Gott, was haben wir getan? Ich habe einen Heli geschrottet, das haben wir nicht getan. Verdammt. So, was ich sagen wollte, wie ihr euch ganz einfach Steuerbord und Backbord merken könnt. In Steuerbord ist ein R drin, wie rechts. So merke ich es mir zumindest. Und dann bleibt nur Backbord übrig, das dann links. Ja, und ich habe gerade gemerkt, ich habe mich geirrt, denn es war nicht Stone, der auf uns aufmerksam wurde, sondern Ian Blake. Den habe ich ganz vergessen. So, jetzt müssen wir die gute Frau Doktor da vorne hinbringen. Mal schauen, ob sie die KI entpacken kann. Oder ob wir sie wieder verteidigen müssen. Okay. Gut, abgesehen davon, dass es hier unordentlich ist, würde ich mich hier auch wohlfühlen zum Zocken. Was ist? Hallo? Wie ist unser Status? Es gibt ein Problem. Es wird länger dauern als gedacht. Aber Sie können die KI extrahieren. Ja, vielleicht. Ich glaube schon, aber was unternehmen wir wegen meines Teams? Blake ist ein Tier. Wenn er glaubt, sie wüssten, wo wir sind. Oh, ich will es mir gar nicht ausmalen. Das sind Wissenschaftler. Sie kommen nicht gut klar mit, Sie wissen schon, Gewalt. Überlassen Sie Blake und die Wissenschaftler mir. Knacken Sie nur die KI. Uns läuft die Zeit davon. Ich kenne nur eine andere Person, die die KI in der Zeit, die wir haben, knacken könnte. Wen? Grace Maddox. Gut. Können wir den Kontakt... Nein. Es ist kompliziert. Vergessen Sie es einfach, ja? Ich regle das mit der KI. Bitte. Retten Sie einfach mein Team. Team retten? Meine Spezialität. Kein Problem. Kriegen wir hin. Und das war ein sehr kurzer Einsatz. Dann ist das hier halt auch mal eine sehr kurze Folge. Und wir können hier sofort nächste Mission anpinnen. Und die nehme ich dann... Nein, ich kann die jetzt nicht mehr aufnehmen, denn sonst wäre auch wieder keine Cam in der nächsten Folge. Also dann, ja. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.
abonnieren, teilen, kommentieren und liken natürlich nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit Cam und retten ein paar Wissenschaftler. Bis dann, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.